Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landquid. Willkommen zu einer neuen Folge Ghostwire Tokyo und willkommen zu meinem neuen guten Vorsatz für dieses restliche Jahr. Ich habe mir vorgenommen, dass ich wirklich wieder mehr Let's Plays mache. Ich möchte den Hauptkanal natürlich nicht vernachlässigen, aber gleichzeitig würde ich es cool finden, wenn ich es schaffe, dass wir jede Woche nicht nur den Stream, sondern auch noch zusätzlich ein längeres Let's Play machen, die dann beide auf dem Let's Play-Kanal landen. Ich hoffe, dass ich jede Woche ein Let's Play zusätzlich zum Stream hinkriege. Wahrscheinlich wird es nicht immer jede Woche klappen, aber ich versuche so oft wie möglich noch ein- oder mehrstündiges Let's Play zusätzlich zum Stream hochzuladen, weil ich weiß, dass sehr vielen teilweise langjährigen Zuschauern und Unterstützern die Let's Plays eigentlich immer ziemlich wichtig waren und gut gefallen haben. Und die gibt's halt jetzt mittlerweile eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Und eigentlich ist das schade. Deswegen machen wir jetzt weiter mit Ghostwire Tokyo. Ich werde es aber weiterhin so machen, wie ich es früher auch schon öfter gemacht habe oder länger schon gemacht habe, dass wir im Endeffekt halt einfach das spielen, auf das ich gerade Bock habe. Und ich kann leider nicht dafür garantieren, dass ich alles immer durchspiele. Das habe ich am Anfang versucht, aber ich muss halt einfach ganz ehrlich sagen und realistisch sagen, wenn mir ein Spiel nicht mehr Spaß macht, habe ich in der Vergangenheit gelernt, wird es irgendwann zur Qual, wenn ich das dann nach Terminplan trotzdem weiterspielen muss. Aber ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe, dass mir Spiele zumindest dann vielleicht gegen Ende noch durchrushen oder so, wenn ich merke, ich habe keinen Bock mehr, aber es ist eh nicht mehr lang. Naja, das machen wir dann, wenn es soweit ist, ne? Jetzt erstmal Ghostwire Tokyo weiterspielen. Okay, ich muss kurz wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen, aber ich glaube, das passt schon, das kriegen wir hin. Ich würde jetzt fast gern mal... Verdammte Verräter, dafür werden sie büßen, sagt irgendwer. Ich würde jetzt fast gern mal hier ein bisschen erkunden, aber ich möchte auch die Nebenquests machen. Erkunden und Nebenquests. Das steht heute ganz oben auf meinem Plan. Wartet mal kurz. So, ich habe das Gefühl, das Spiel war ein bisschen zu leise, oder? Vielleicht ist es jetzt besser. Ich hoffe, dass ich irgendwann noch besser fliegen lerne. Oh oh, da ist irgendwas. Oh, oh, keine Munition mehr. Die Slendermen, die keine Slendermen sind. Wie heißen die gleich nochmal? Regenmann, Wettermann. Die Geister von Leuten, die ihr ganzes Leben lang immer nur gearbeitet haben oder irgendwie sowas. Die ausgebrannt sind von der Arbeit. Eigentlich eine ganz coole Story für so einen Geist. So, da müssen wir noch ein bisschen sparen. In der Datenbank muss ich kurz gucken. Lass mich mal gucken. Lasst uns mal in Ruhe in die Datenbank gucken. Wir haben ja Zeit. Schlüsselwörter, Sumoto. Lesen wir das alles mal, oder? Dann lernen wir ein bisschen was über die japanische Kultur. Warum denn nicht? Eine japanische Stadt auf der Insel Hawaii. Im Seto-Inlandsee, südwestlich von Tokio. Die Stadt ist das ganze Jahr über mit einem milden Klima gesegnet. Oh, echt? Was heißt denn mildes Klima? So 20, 25 Grad? Weil dann will ich da bitte für immer für den Rest meines Lebens leben. Na gut, und dann hatten wir das noch neu, Chagama. Ein besonderer Kessel, der bei japanischen Teezeremonien verwendet wird. In Japan erzählt man sich die Legende von Tanuki, die sich in Kessel verwandeln. Ah ja, haben wir beim letzten Mal im Stream eingefunden. Eine besonders berühmte Geschichte handelt von einem Tanuki auf
das auf Seilen balanciert, während es noch teilweise in einen Kessel verwandelt ist, aus dem sein Kopf und seine Gliedmaßen herausstrecken. Aha, ich habe mal einen Film gesehen, da ging es um Tanukis. Das war vor vielen Jahren, habe ich gemeinsam mit meinem damaligen Mitbewohner in der WG geguckt und wir hatten keine Ahnung von japanischer Kultur und wie Tanukis so abgebildet werden. Und was soll ich sagen, wir waren sehr verwirrt. Weil, dass sich Tanukis in Objekte verwandeln, ist anscheinend in der japanischen Kultur ganz selbstverständlich, weiß jeder. Und die werden oft als Fruchtbarkeitssymbol dargestellt und haben meistens riesige Hoden. Und in diesem Anime über die Tanuki kam genau das sehr zentral vor. Marderhunde, wir dachten außerdem, es sind Waschbären, aber gut, Tanuki mit riesigen Hoden, die sich in alles Mögliche verwandeln und die Besten konnten sich sogar in Menschen verwandeln. Und wir saßen da vorne und haben uns gedacht, was für ein abgefahrener Drogentrip. Dabei ist es einfach nur eine Darstellung der Kultur gewesen. Naja, das sind die Unterlagen, die lese ich eh immer, wenn wir sie finden. Ach, guck mal. Die Regenschlitzerin, die Regenläufer sind jetzt fällt mir der Name nicht ein, die gesichtslosen Arbeitstiere. Aber die Regenschlitzerin, die weibliche Version vom Regenläufer, steht hier als eigenes Monster drin. Hat ja auch eine eigene Geschichte. Besucher, die aus der tiefen Feindseligkeit durch Konflikte am Arbeitsplatz entstehen. Diese Kreaturen nutzen ihre abgrundtiefe Verachtung als tödliche Waffe gegen die Lebenden. Okay, das klingt ein bisschen ernster als die, die sich vor Erschöpfung tot gearbeitet haben. Die sind voller Verachtung. Naja. Okay. Wollen wir das Essen auch durchlesen? Ehrlich gesagt, eigentlich interessiert mich das Essen nicht so. Vor allem haben wir da jetzt schon so viel, die ich nicht gelesen habe. Oh, nein, nein. Ich habe keinen Bock, mir die Essenstexte durchzulesen. So sehr interessiert mich auch nicht. Aber irgendwer hat sich sehr viel Mühe gegeben, hier die ganzen Essenstexte abzubilden. Na gut, lesen wir ab jetzt alles, was wir finden, okay? Selbst die Essensteste lesen wir ab jetzt, Texte. Ab jetzt. Ab jetzt. Früher war dies das Herzschieb. Ach so, das haben wir schon gelesen, aber hier. Den Daiichi Park, da waren wir im Stream noch. Ein großer grüner Park, der den Einwohnern als Erholungsort dient. Er ist außerdem ein berühmter Hotspot für die Katzen aus der Nachbarschaft, da sie dort von vielen Leuten gefüttert werden. Schön. Dann haben wir noch die goldene Teeschale. Haben wir von der nicht schon, haben wir das nicht schon gelesen? Manchmal, man kriegt nämlich beim Aufsammeln dieser Objekte Texte, aber die, ich glaube, die Texte hier drin unterscheiden sich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Eine mit Goldlack verzierte Teeschale für die japanische Teezeremonie. Die Teezeremonie ist eine bedachte Form der Kunst, weshalb bei ihrer Ausübung schlichtes, aber ansprechendes Geschirr bevorzugt wird. Hideyoshi Toyotomi, einer der einiger Japans in der Zeit der streitenden Reiche 1467 bis 1591, hatte jedoch eine Vorliebe für Luxus, die sich auch in seinem goldenen Teegeschirr widerspiegelte. Er ließ sogar eine ganze Teestube bauen, die von oben bis unten mit Gold verkleidet war, inklusive der Schiebetüren. Aha. Warte mal. Da ist noch irgendwas. Ach so, Fertigkeit. Ja, Fertigkeit Du warten wir kannst jetzt eine absichtlich. neue Fertigkeit lernen. Was? Oder du sparst weiter. Deine Sache. Ich spar weiter. Ich spar weiter. Mein geisterhafter Stimmenfreund. Bisschen Munition. Ich muss mal drauf achten. Ah ja, ab und zu kriege ich auch rote Munition, wenn ich die kaputt hau. Gut zu wissen, gut zu wissen. Schon langsam müssen wir, glaube ich, zur Telefonzelle. Ich kann gar nicht mehr so viele Geister aufnehmen. Na, kann ich mich nicht an den festhangeln? Schade, aber ich könnte wahrscheinlich ins Treppenhaus gegenüber fliegen. Oh, oder wir sammeln da unten mal schnell die Töpfe.
Money, es gibt viel zu kaufen in dem Spiel, habe ich schon gemerkt. Auch so Ausrüstungsgegenstände, also nicht Ausrüstung, Customization, Kleidung, was ich in einem First-Person-Spiel immer sehr seltsam finde. Aber wir sehen unseren Protagonisten ja immerhin in den Cutscenes, ne? Dann macht es vielleicht ein bisschen Sinn. Und wir sehen seine Arme. Ah, Chips. Fliegende Geister-Chips. Unterwelt-Cracker. Oh oh. Ich finde das schon schön gemacht, dass alle Lichter in der Stadt rot werden, wenn wir im Kampf sind. Das gefällt mir. Das ist, finde ich, ein sehr schönes Detail. Was, da geht noch was? Gibt's noch Gegner? Nee, oder? Nee. Okay, ich glaube, mein Zettel ist voll. Wir müssen zur nächsten Telefonzelle. Und die ist gleich da unter uns irgendwo. Perfekt. Moment mal. Du bist keine Telefonzelle. Du lügst. Da ist die Telefonzelle. Aber das ist gut. Dann können wir gleich mit dem Nebenquest-Menschen reden. Geist, besser gesagt. Menschengeist. Beides richtig. Eine Ladung Geister, bitte. Oder andersrum, ich gebe dir Geister, du gibst mir Geld. ...11.000 von 240.000 übertragen. Level up! Yes! Das heißt, wir können jetzt unsere... Ach so, ich könnte jetzt Feuer auch upgraden. Feuer finde ich cool, aber Feuer ist selten, ne? Auf Radius erhöht, okay. Oder... Angriffe mit Feuerweber durchschlagen Gegner. Ich mag lieber mehr Explosionsradius. Bam. So, reden wir mal mit dem. War ja klar. Ein schwarzes Loch. Sehen wir es uns an. Was? Ich lass mich nicht in so ein Geisterloch saugen. Ganz ruhig, Kleiner. Ich bin ja da. Ein schwarzes Geisterloch. Das klingt doch nett. Hier müssen wir dahin. Ja, anscheinend. Warum kann ich eigentlich die Questgebergeister nicht einsaugen? Was unterscheidet die denn von anderen Geistern? Scheint ein Hotspot zu sein. Oh oh, da ist das schwarze Loch. Soll ich drauf schießen? Es wurden wirklich alle eingesaugt. Oh, dammit. Wie wechsle ich gleich nochmal? Genau so, das ist gut. Ich möchte nicht meine kostbare Feuermunition für die hier ausgeben. Okay. Wir sollten reingehen und uns umsehen. Wirklich? Hältst du das für eine gute Idee? Ich bin mir nicht so sicher. Aber wenn KK das sagt, der wird schon wissen. Oh, das Auto ist voller Calamity. Naja, dann los. Okay.
spielt mit uns. Dann gehe ich halt woanders hin. Es ist aber schon ganz schön krasser Messi hier, oder? Oh, was haben wir denn hier? Irgend so einen Gecko. Modell einer Kragenechse. Das Modell einer Kragenechse. Einst sehr beliebt in Japan. Aha. Hey, warte mal. Ich will das Essen haben. Danke. Verschlossen. Hey, wisst ihr, was ich jetzt mache? Das machen wir jetzt, weil ich gerade Essen aufgehoben habe. Aha, supermassereiches schwarzes Loch. Moment, ich komme gleich dazu, was ich eigentlich sagen wollte. Ein schwarzes Loch ist ein superdichtes Himmelsobjekt, das sämtliche Materie absorbiert, die in es hineingelangt. Besonders große schwarze Löcher werden als supermassenreich bezeichnet. Ein in Koma-Superhaufen entdecktes schwarzes Loch soll 21 Milliarden Mal die Masse unserer Sonne besitzen. Aber wir reden doch hier nicht von so einem schwarzen Loch, oder? Wir reden doch hier von einem geisterschwarzen Loch oder sowas. Oder? Okay, wir haben neues Essen gefunden, das lese ich jetzt vor. Weil, warum nicht? Die beliebtesten Sorten von Cryptid Chips. Leicht gesalzen für maximalen Geschmack und minimale Schuldgefühle. Cryptid Chips sind bei Jung und Alt beliebt. Es gibt sie in vielen Geschmacksrichtungen, wovon einige nur in bestimmten Teilen des Landes zu haben sind. So, mein Plan war, ich gehe jetzt kurz ja alle Essensobjekte durch, damit, wenn es euch wirklich interessiert, könnt ihr das Video pausieren und könnt es euch durchlesen. So machen wir das jetzt. Dann kann jeder alle Texte lesen, wenn er will. Aber mich interessieren jetzt die Snacks und das Essen nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Wobei, das wollte ich schon lange mal wissen, was das ist. Drei farbenfrohe, süße japanische Teigklöße auf einem Spieß. Niemand weiß, warum die Farben rosa, weiß und grün gewählt wurden. Eine Theorie besagt allerdings, dass sie Sonne, Himmel und Erde repräsentieren. Ja, meinetwegen. Üblicherweise sind dreifarbige Dango in derselben Reihenfolge angeordnet. Interessant. Da muss ich runterscrollen. Da. Milch, Kaffee und Zucker endlich vereint. Na, das... Das geht ja noch. Die Gurke. Im Grunde gibt es einfach alle Nahrungsmittel so ziemlich nochmal als Geisternahrungsmittel, oder? Dann ist der erste Satz immer, es besteht eine verblüffende Ähnlichkeit mit... Dango sind eine beliebte Art von Teigklößen. Zur Zubereitung wird Reis mit warmem Wasser vermengt, zu kleinen Bällchen geformt und gekocht. Aha. Dann werden drei oder vier... Aber das sind dann nur Reisbällchen, oder wie? Reisteigklöße. Reisknödel. Ich würde sowas gern mal essen. Würde mich interessieren. Das sieht man immer in Anime und überall, ne? In alles, was mit Japan zu tun hat. Ah ja, lesen wir uns mal die Kragenechse genauer durch. Die Kragenechse ist eine in Australien und Papua-Neuguinea heimische Echsenart. Ihre japanische und deutsche Bezeichnung leitet sich von der um den Kopf gefalteten Haut ab, die sie bei Gefahr aufstellen kann, um selbst bedrohlicher zu wirken. Das stimmt, sieht sehr bedrohlich aus. Diese Echsen können außerdem auf zwei Beinen rennen. Ist schon ein komischer Anblick, wenn sie mit aufgestellten Kragen auf zwei Beinen herumflitzen. In Japan wurden sie erstmals 1984 in einem Fernsehprogramm gezeigt und sie hatten auch in einer Autowerbung einen Auftritt. Daraufhin brach ein regelrechtes Kragenechsenfieber aus und es wurden viele Produkte hergestellt, wie Spielzeuge, Puzzle und mehr. Ha, das ist schon interessant. Ich finde das schon nett, dass man wirklich so einen Einblick
in die japanische Kultur hier kriegt und so. Das finde ich eigentlich echt ganz cool. Aber das Spiel wurde scheinbar schon sehr stark auf den japanischen Markt, auf den westlichen Markt konzipiert, oder? Zugeschnitten. Es sei denn, die Texte sind im Japanischen ganz anders und erklären weniger, weil es eh offensichtlich ist, sondern es ist eher so ein bisschen Nostalgie und so. Könnte sein. Mit Handgesten raus. Es ist entwischt. Ich glaube, es ist in den Kühlschrank, aber ich weiß nicht, ob ich aus dem Gebäude hier unbedingt Essen nehmen sollte, aber gut. Wo ist es denn? Wahrscheinlich ist es jetzt ins oberste Stockwerk, ne, wo ich vorher schon war. Komm her, Geisterdingi. Hier komme ich aber immer noch nicht rein. Auch wenn kein Text mehr gesagt wird. Vielleicht muss ich mal in den Schrank gucken? Nee. Dann ist er wahrscheinlich doch ins Klo. Ich habe mir noch gedacht, es sah so aus, als wäre er Richtung Klo geflogen. Aber habe mir gedacht, nee, der ist nicht im Klo. Und da ist er schon. Ich glaube auch. Anscheinend können sich Geister immer nur einmal pro Raum irgendwo verstecken oder so. Halbkreis. Jetzt bleib stehen und zeig dich. Aha, jetzt. Wenn wir in den letzten Raum. Willst du weiter verstecken spielen? Versuch's mal mit meiner Kraft. Vielleicht sehen wir es so. Hab ich dich, du Gierschlund. Das ist alles meins. Alles meins. Inklusive dir. Aha, Boss-Arena. Also Kampf-Arena wieder. Okay. Was ist das? Nee. Ah, come on, das ist gemein. Wir haben keine Zeit, ihnen zu helfen. Dieser gierige Mistkerl hat vor. Mensch, ich krieg die nicht klein, weil die mich dauernd irritieren. Nee, keine Chance. Okay, ich muss die einfach wegschießen. Ich kann die nicht aussaugen. Ah, come on, das ist doch mies. Ja.
Oh oh, schnell was essen. Ich muss mehr blocken. Ich vergesse immer, dass man blocken kann in dem Spiel. Blocken wird, glaube ich, in manchen Situationen helfen. Okay. Gut, haben wir. Ich verstehe die Regeln nicht ganz. Warum werden manche ausgetrieben, manche einfach mit Papier eingesaugt? Siehst du, habe ich doch gesagt. Du hast gut reden. Es ist ja nicht dein Körper. Aber macht ja nichts. Selbst im Tod werden Menschen von Gier angetrieben. Ja, und am Ende bleibt nichts als gähnende Leere. Zumindest die Nebenquest haben wir. Ah, guck mal. Ich frage mich, wo das ganze verschwundene Zeug hin ist. Kein Schimmer. Es kann sich zumindest nicht aufgelöst haben. Wahrscheinlich ist es jetzt nur woanders. Die gierige Sau ist endlich weg. Wurde auch Zeit. Interessant. Cool, cool. Ach so, sollen wir jetzt mit den Anführer... Wer bist du? Ach so, ja stimmt, du warst der ursprüngliche Questgeber, ne? Aber ich soll auch noch mal mit dem Anführer der Tanuki reden. Heißt es hier gerade. Habe ich den Hund schon gefüttert? Ich glaube schon. Ich könnte ihm noch mal was zu essen geben. Warum nicht, oder? Schauen wir mal, was dann passiert. Schön langsam. Vielen Dank fürs Futter, sagt er. Der rennt und rennt und rennt. Soll ich hinterherlaufen? Ich denke schon, oder? Ja, wo rennt er denn hin? Geld. Danke, Hund. Braves Hündchen. Was haben wir denn hier? Unheimliches im Park. Hey, du wirst es nicht glauben. Ich bin gerade im Park bei mir in der Nähe. Hab jemanden rumbrüllen hören und wollte nachsehen, was da los ist. Alle gucken so ein Spielgerät an, das wie ein Panda aussieht und drehen total durch. Niemand sitzt drauf, aber der Panda wackelt wie verrückt, ich schwöre es. Der Wind war das auch nicht. Es ist heute absolut windstill. Da zieht aber ziemlich dichter Nebel auf. Hier bricht gleich eine Massenpanik aus. Sieht ganz normal aus. Aber da ist noch ein Hündchen. Hau rein, Kumpel. Hau rein, Kumpel. Mach schön langsam. Das war lecker. Vielen Dank.
Ich bin so dumm, was er war. Ach so, das sagt irgendeine Geisterfrau in der Nähe. Ich dachte schon, das sagt der Hund. Sehr komisch. Ich will mal nochmal mit dem Händler reden, ob die Gecko-Figur auch für den ist jetzt. Ach so, ich kann die hier aber alle aktivieren. Werden mir denn alle auf der Karte angezeigt? Wahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal. Jetzt reden wir nochmal mit dem Tanuki-Anführer. Weil ein Tanuki habe ich ja schon nach Hause geschickt, ne? Hab zu danken. Dann zieh mal los und finde den Rest der Gang. Wenn ihr sie alle gefunden habt, geht zum großen Hügel im Norden. Ich treffe mich da oben am Schrein mit der Crew. Tokio ist eine große Stadt, eine riesige Stadt, also lasst euch Zeit. Okay. Aber ganz viel Geld und Erfahrungspunkte haben wir bekommen. Na dann, gehen wir zur nächsten Quest. Dem Geistermädchen folgen, ne? Der Puppe, der Geisterpuppe folgen. Da habe ich, das letzte Mal habe ich das irgendwie aus den Augen verloren. Da bin ich wieder abgeschwiffen. Wie sonst noch was? Okay. Führe mich, Geisterpuppe. Ah ja, genau. Der fliegt jetzt da durch. Dann gehe ich da lang. Wollte ich nicht. Das wollte ich. Geistermampf. Hallo? Bin ich hier richtig? Nein, ich glaube nicht. Ach, wo ist denn jetzt bitte diese blöde Puppe hingeflogen? Oh! Hier durch, glaube ich, ne? Ach komm, warum komme ich da nicht durch? Ah, jetzt. Da sind Gegner im Park. Aber wo ist denn jetzt die Puppe? Jetzt muss ich schon wieder, oder? Muss ich schon wieder dahin zurück, wo ich gerade war? War ich zu langsam? Aber was erwarten die denn von mir? Warum sollte eine alte Puppe überhaupt fliegen können? Keine Ahnung. Vielleicht ist sie von einem toten Mörder besessen. Du schaust zu viele Horrorfilme. Erwischt. Ich bin ein DVD-Junkie. Ha? Du streamst nicht? Zur Hölle. Blammo. Da oben saß gerade eine Katze, aber ich glaube, die ist weggelaufen, als der Kampf losging. Kluge Katze. Okay, Geist, weiter geht's. Bring mich durch die Stadt irgendwie auf komischen Umwegen. Weil warum nicht? Wenigstens finden wir ein bisschen Loot auf dem Weg. Oh, hier läuft irgendwie jazzige Jazzmucke. Ich gebe mal schnell die Geister, die wir eingesaugt haben, ab, wenn wir schon hier sind.
Nehmen wir schnell das Essen. Man findet so viel Essen in dem Spiel. Das ist wirklich irre, ist das. Wirklich irre. Warum sollte ich die nicht übertragen? Warum sollte ich zu dem Telefon gehen und die nicht übertragen wollen? Gibt es irgendeinen Grund, dass ich die nicht übertragen wollen könnte? Warum werde ich dann nochmal gefragt? Ich verstehe es nicht. Ein zusätzlicher Knopfdruck, den sie sich einfach hätten sparen können. Warum sollte ich in die Telefonzelle gehen und nicht die Geister übertragen wollen? Naja, wer weiß. Was? Fliegende Geisterpuppe, du bist drauf, ey. Oh, hier war ich schon. Hier bin ich gestorben, weil da oben kopflose Mädchen waren. Nee, gestorben glaube ich nicht, sondern einfach nur geflohen. Weil der Kampf total bekloppt war. Weil die hinter dem Geländer in Deckung waren und ich konnte nicht wirklich was tun. Das war nervig. Das lief schon besser. Puppe muss sie beschwören. Schnell, ihr nach. Was beschwört die Puppe? Diese Fremden hier. Besucher. Gäste. Oder wie auch immer die gleich nochmal heißen. Die fremden Besuchergäste halt. Gerade geredet? Da. Diese Strohpuppe ist definitiv verflucht. Dann sollten wir sie auch reinigen. Meinst du den Geist unten am Schrein? Ja, ich habe immer getan, was ich konnte, um ihn davor zu beschützen. Doch dann wurden wir getrennt und er war verloren. Der Fluch tötete ihn und hielt ihn in dieser Welt gefangen. Ich konnte ihn nicht retten, aber ich wollte seinen Geist befreien. Nun ist er frei und ich kann endlich ruhen. Ding! Und weg ist er. Oder sie. Dann lass uns mal zurück zum Schrein gehen und ihm die Puppe geben. Er wird überrascht sein, wenn er erfährt, dass die Puppe ihn gar nicht getötet hat. Ja, eigentlich war es genau das Gegenteil. Du bist in Sicherheit. Aber jetzt ist da unten auch noch eine Quest. Was ist denn das jetzt für eine Quest? Das ist die Puppe. Ah, die muss ich mitnehmen. Na, Gott sei Dank bin ich hier nochmal vorbeigekommen. Das wäre ärgerlich gewesen. Hier ist so eine Statue, die sollte ich auch einsammeln. Vor mir ist, glaube ich, ein Teil der Hauptquest. Ah, wo habe ich denn... Ist das die Puppenquest? Bring die Puppe zum Besitzer, dann teleportiere ich mich mal. Wie funktioniert denn die Schnellreise? Ich dachte, man kann schnell reisen zu den Toren. Kann man, glaube ich, auch, aber vielleicht nur... Ah, oh, da geht's. Ah, hier, auf X. Okay, geht eh. Vergesst es. Bin nur doof. Alles gut. Hab's nur nicht gesehen. So, Mission erfüllt, komische Geisterperson. Hey, gut. Ihr habt die Puppe.
Der Geist im Inneren der Puppe war deine Schwester. Jemand hat dich mit einer Strohpuppe verflucht. Und deine Schwester hat dich die ganze Zeit vor ihrem Einfluss beschützt. Warte mal, was sagst du da? Dann hatte ich diesen Unfall, weil... du in dem Moment keinen Schutzengel mehr hattest. Unglaublich. Also war sie die ganze Zeit bei mir. Und hat auf mich aufgepasst. Mich beschützt. Und ich, Vollidiot, habe sie den Müll weggeworfen. Oh, es tut mir so leid. Dank deiner Schwester kannst du nun Frieden finden. Sie ist schon gegangen, weil sie dich jetzt in Sicherheit weiß. Vielen Dank für alles. Sag das lieber ihr, wenn du ihr im Jenseits begegnest. Tada! Mission erfüllt. Das war solide Arbeit. Oh. Irgendwie ist das schon komisch, ne, wenn man mal drüber nachdenkt. Ich krieg quasi fürs Erledigen der Quests eine Questbelohnung, und zwar Geld und Erfahrungspunkte. Und zusätzlich erscheinen immer ein paar Geister. Die kann ich dann einsaugen und zur Telefonzelle bringen, um Geld und Erfahrungspunkte zu kriegen. Im Endeffekt kriege ich die gleiche Belohnung, die ich sowieso schon krieg, nochmal, aber mit Umwegen quasi. Ein bisschen seltsam ist das schon. Es wirkt jetzt nicht so optimal durchdacht. Na gut, gehen wir mal noch die Puppe sammeln. Und dann machen wir die Hauptquest weiter. Bam! Aber erst boxe ich Autos weg. Hä? Kampf? Was ist? Wo? Hallo? Hä? Ah, da! Oh, noch mehr. Okay. Aber das war's immer noch nicht. Jetzt habe ich die Dinger da, die Geister beschützt, oder was? Ah, tatsächlich. Ach ja, warte mal, ist das jetzt... Moment, ist das noch eine Nebenquest? Noch eine Nebenquest? Na, von mir aus, dann gehen wir, wenn wir schon da sind, machen wir halt noch die Nebenquest. Ich höre einen Hund bellen. Der Regen sieht in dem Spiel ein bisschen komisch aus, finde ich manchmal. Der sieht so langsam aus. Vielleicht hat das auch was mit den Geistern zu tun. Ich bin nicht trostlos hier für Shibuya. Das ist ein Sperrgebiet. Angeblich sollen hier schlimme Dinge passieren. Deswegen gibt es hier auch nie irgendwelche Fortschritte. Meine Oma hatte einen Lieblingsschirm. Aber jetzt ist er ein Yokai. Das ist ein Karakasakoso. Gegenstände wie alte Schirme werden manchmal zur Yokai. Ich sehe es ab und zu, wenn es hier viel regnet. Aber es brennt weg, wenn es mich sieht. Kann es wieder ein normaler Schirm werden? Oder ist es zu spät? Keine Sorge, wir machen das. Wirklich? Wir machen das? Hast du einen Plan? Ich nämlich nicht. Ich sehe da Geister rumschweben. Da. Das ist das Karakasa Koso. Halt dich zurück, Vater. Es haut ab, wenn es dich sieht. Mist, es ist weg. Pech gehabt. Müssen wir eben warten, bis es wieder auftaucht. Ach so. Muss ich dem hinterher schleichen oder sowas? Ich dachte, ich muss kämpfen, weil das hatte den gleichen Aufmerksamkeitsbalken wie andere Geister. Also wie die Kampfgeister immer. Oh, jetzt hat es zu regnen aufgehört. Ah, trotzdem. Gut. Halt dich zurück und warte. Es haut ab, wenn es dich sieht. Okay. Ich schleiche. Und ich halte Abstand.
Und jetzt schön ducken. Komm schon. Schneller schleichen. Habe ich dich. Dem haben wir es gezeigt. Sie wird sich so darüber freuen. Oh, gleich zwei Hunde. Erst streicheln wir den einen Hund. Und dann streicheln wir den anderen Hund. Und dann gebe ich dem einen Essen. Es geht leider nicht, dass ich beide gleichzeitig fütter. Hau rein, Kumpel. Mach schön langsam. Aber der andere ist so brav. So brave Hündchen. Das war so lecker. Vielen Dank. Und jetzt kriegst du noch Essen. Hau rein, Kumpel. Mach schön langsam. Das Geld von dem einen habe ich schon bekommen. Dass die mir einfach Geld geben, wenn ich sie füttere. Das ist schon lustig, oder? Money. Na dann. Hunde, ihr könntet euch mit dem Geld, das ihr ausgrabt, übrigens bei den Katzenhändlern auch einfach direkt Essen kaufen. Dann könnt ihr euch mich als Mittelsmann sparen. Nur, dass ihr es wisst. Moment mal, haben wir den Schirm jetzt schon zurückgegeben? Die Quest ist erledigt. Das Mädchen steht nicht mehr da. Hm, okay. Keine Ahnung. Da müssen noch mehr von ihnen sein. So, Geister übertragen, haben wir wieder ein paar in unserem Zettel gefangen. Stufenaufstieg. Das ist gut, weil jetzt können wir die Schussgeschwindigkeit von unserem Wind erhöhen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Erhöht das Angriffstempo noch mehr, okay. Erhöht das Angriffstempo mit, okay. Wenn ich das ganz hoch mache, habe ich quasi ein Windmaschinengewehr. Wow, als könnte ich es mit der ganzen Welt aufnehmen. Ah, kann es sein, dass es immer regnet, wenn Monster in der Nähe sind? Bin mir noch nicht sicher, das müssen wir mal beobachten. Es regnet immer noch. Aber es sind ja auch so fliegende Oni-Wesen in der Luft. Vielleicht zählen die auch. Ah! Was ist das? Weiß ich nicht. Sashihoko-Statuen. Zwei Statuen des Fabelwesens Sashi. Cool. Gut, dass wir da reingegangen sind. Oh, yeah. Mehr Munition. In diesen Zeiten? Klar. Okay. Wo zur Hölle ist irgendwas?
Moment, was sind denn das für Symbole da? Tengu. Ach so, Tengu, die Fliegenden. Ja, okay. Ich verstehe schon. Nee, ich glaube, der Regen hat wahrscheinlich doch nichts mit den Besuchern zu tun. Oder die Tengu zählen eben auch. Dann könnte es sein, aber dann wird es ja immer permanent überall regnen, oder? Sind doch immer überall Tengu. Kann es sein, dass ich hoch muss? Ah, hier ist auf jeden Fall ein Laden. Oder meinen die den Automaten? Nee, tatsächlich. Hey, hol mir mal eine Schachtel Zigaretten. Pfeile? Ja. Oh, wie viel kann ich denn davon kaufen? Oh mein Gott, ich kann viele davon kaufen. Da müssten wir nicht so oft zur Telefonzelle. Ich brauche auf jeden Fall wieder ordentlich viel Hundefutter. Kaufen wir mal ruhig 15 oder so. Dann kaufe ich Pfeile, so viel geht. So viel geht sind 8, na gut. Und dann kaufe ich wirklich, können wir uns 9 leisten? Oh, easy. Na super, dann haben wir 20, doppelte Kapazität. Und ansonsten Essen haben wir eigentlich genug noch, ne? Gib bloß nicht alles aus. Ja. Hündchen. Oh, warte mal. Gegner. Weißt du, ob es eine Schwäche hat? Naja, das stimmt, wenn die Zahn gut schlägt. Hilfreich. Okay, aber wir sind schon wieder zu weit von unserem Missionsziel weg. Ich hoffe, dass Gegner nicht respawnen in dem Spiel. Ich fände es cool, wenn man die Stadt wirklich dann nach und nach leer kriegt. Fände ich schön irgendwie. Weiß ich aber nicht, ob das so ist. Okay. Jetzt bin ich im Zielgebiet. Weiß aber nicht genau, nach was ich eigentlich suche, ehrlich gesagt. Aber hier wäre ich schon richtig. Aha! Was ist das denn? Ja, was ist das denn? Das ist eine Kenka Kiseru. Rundgeformte Tabakpfeife aus Japan. Die Flöten ähneln und auch als Waffe eingesetzt werden. Das ist eine Flöte, eine Pfeife und eine Waffe gleichzeitig. Not bad. Okay. Punktlandung. Eins nach dem anderen. Genau. Das schaffen wir, oder? Komm schon. Flugkraft, bring uns hin. Hurra, und wie? Super easy. Es gibt zu viele. Also, ich kann jetzt schon sagen, ohne Witz. Weil, wisst ihr, ich kann nicht einfach Nein sagen bei so Collectibles. Ich kann nicht einfach die nicht sammeln. Das geht nicht. Wenn ich die sehe, dann muss ich mir die holen. Aber ich weiß jetzt schon, das wird mich nerven. Es gibt zu viele von diesen Geistern überall in der Stadt. Und immer, oh, das war knapp. Und immer gibt es so eine kurze Animation, wenn man die einsaugt, noch zusätzlich. Das nervt mich. Das nervt mich jetzt schon. Naja, noch nicht wirklich. Aber ich spüre schon, wie der Frust in mir aufkommt. Das schaffe ich nicht. Aber das schaffe ich. Gut. Gut reagiert nochmal in letzter Sekunde. Glück gehabt. Geistersauger, Geistersauger, la 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 la, Geistersauger. Das ist der Slogan. Nur das Produkt fehlt bis jetzt, aber der Slogan ist schon mal gut.
der Jingle meine ich. Geistersauger, Geistersauger, saugt begeisterte Geister. Geistersauger, jetzt neu. Saugen Sie begeisterte Sauger in den Saugeister-Versauglungs-Dingens-Kirchen. Tada! Guter Werbespruch, finde ich. Was machen wir jetzt? Aha, da sind noch Punkte im Nebel. Das sind die Schätze, die die Katze haben will. Jetzt verstehe ich erst, was ich hier eigentlich mache. Meine Hauptquest ist hier. Aber wie komme ich da hin, wenn da überall Nebel ist? Kann mir das mal jemand erklären, bitte? Indem ich das Tor hier reinige. Das ist es. Gut, dann machen wir das jetzt. Gehen wir das Tor reinigen. Ja, und es gibt so ein paar Mechaniken in dem Spiel. Also, ich muss dazu sagen, bis jetzt gefällt mir das Spiel insgesamt noch wirklich gut. Wow, das sieht ja cool aus. Aber es gibt so ein paar Mechaniken, da merke ich jetzt schon, die werden mich bald nerven. Und unter anderem ist es auch so, dass die Hunde quasi immer bellen, wenn ich in die Nähe komme. Und ich kann die so oft füttern, wie ich will. Und die geben mir immer ein bisschen Geld. Und es ist irgendwie egal, welche Hunde ich wo fütter und wie oft ich die fütter und so weiter und so fort. Und das ist eine komische Mechanik. Ich hätte gern, dass ich alle Hunde quasi aufsammeln kann, retten kann, einzeln füttern kann und dann laufen sie in den sicheren Hafen oder was weiß ich was. So ist das irgendwie so wahllos und komisch. Au! Ich mag meine Feuermunition, aber leider hat man wirklich nur sehr wenig davon. Aber das muss man auch mal würdigen, oder? Wenn ihr das Video seht, ist das Spiel wahrscheinlich schon erschienen, aber ich spiele hier quasi noch eine Beta-Version, also eine Early Access-Version, eine Presseversion von dem Spiel. Und bis jetzt hatte ich keinen einzigen Bug, alles funktioniert perfekt. Es ist absolut reibungslos und in optimalem Zustand, soweit ich das jetzt beurteilen kann, technisch und alles. Und ich meine, das ist heutzutage auch viel wert. Ist halt nicht selbstverständlich, ne? Insofern muss man das schon auch mal noch positiv hervorheben. Das Spiel funktioniert bei Release. Man mag sich's ja kaum vorstellen. Sowas gibt's auch noch. Schade. Ich dachte, vielleicht kommen wir hoch. Aber wie kommen wir denn hoch jetzt mal wirklich? Von irgendeinem anderen Hausdach? Da drüben ist ein Genki-Dama. Oh, das sind aber auch böse Geister. Na dann. Nimm mal wieder meinen Bogen. Mein Gott, der hält aber was aus. Moment mal. Genau. Ich finde das irgendwie so komisch. Also manche Sachen in dem Spiel sind so komisch. Kann gut sein, dass das auch wirklich in der Mythologie Sinn macht. Aber dass ich halt zum Beispiel, also dass es so schwebende Geisterkanister gibt. Und wenn ich auf die schieße, explodieren sie. Aber es sind einfach nur Geisterversionen von Propangastanks oder sowas. Das finde ich lustig.
Ach so, genau. Ich habe schon wieder vergessen, warum ich gerade eben hier war. Ich wollte da hoch, damit ich von hier aus vielleicht darüber fliegen kann. Ah, oh Gott, das war knapp. Okay, jetzt gucken wir mal. Da will ich rüber, oder? War das da überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Orientierung. Aber das sind Geister und die holen wir uns. Das sind, glaube ich, ziemlich sicher nicht die gewesen, die ich vorher gesehen habe. Aber wen interessiert's? Hauptsache Geister. Und da unten in der Gasse, habe ich gesehen, waren auch gerade noch welche, ne? Ja, damit. Wir saugen euch alle ein. So, aber jetzt weiter Richtung Hauptziel. Ist das irgendwie ein bisschen tiefer gelagert, dieses Hauptziel? Geht's da irgendwo nach unten oder so? Nutze meine Kräfte für Dinge, die das bloße Auge nicht wahrnimmt. Okay. Das ist eine Baustelle. Ich kann etwas spüren. Sieh dich um. So, erstmal muss ich kurz die Telefonzelle hier konsultieren, damit wir unsere gesammelten Geister hochladen können. Also wenn es schon in der ganzen Stadt 1,8 Milliarden von diesen Geistern gibt, hoffe ich, dass man irgendwann mal was freischaltet, dass einem die angezeigt werden. Weil wenn ich jetzt irgendwie 999 Millionen von einer Milliarde einsammel, dann ärgere ich mich. Hey, ich glaube, du bist stark genug. Ich glaube auch, dass ich stark genug bin. Was lernen wir denn? Reichweite von dem erhöhen. Langweilig, schneller ducken. Langweilig, Ätherschlag. Ah, okay. Wenn ich Gegner im Nahkampf schlage, kriege ich Munition für meine Windgun. Okay. Perfektes Blocken. Sollte ich erstmal blocken. Schneller absorbieren. Mhm, ja. Finishen, wenn sie am Boden liegen. Finde ich vielleicht gar nicht schlecht. Erhöht den Schaden, wenn Gegner am Boden liegen. Nahkampfkerne. Tempo der Kernextraktion ist, glaube ich, eigentlich gar nicht blöd, ne? Ja, machen wir mal, dass wir die Kerne schneller entfernen können, dann funken uns die anderen nicht immer so schnell dazwischen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich lass dich entscheiden, was du lernen willst. Ja, ist schon passiert. Aber trotzdem danke. Okay, wir müssen wirklich darunter wetten. Da sind ganz viele Geister. Bis jetzt sehe ich noch keine. Und damit meine ich natürlich Besucher. Hier sind überall Sprengflaschen. Komm, wir reinigen es. Ist das eine Boss-Arena hier? Oh oh. Was? Lady Dimitrescu. Au. Essen. Schnell, bitte. Oh oh, keine Munition mehr. Wartet mal.
Essen. Munitionsart wechseln. Aufladen. Au. Damn it. Damn it. Hör auf jetzt. Ich muss essen. Okay. Jetzt aber. Die Dimitrescu ist ziemlich krass. Hallo? Okay, das hat geklappt. Ah, und jetzt kriege ich meine letzte Munitionsart. Wasserweben. Wasserweben ist ein Angriff mit einem Fächer aus Wasser. In einem weiten Bereich. Aha, das ist quasi... Ja, aber Feuer ist doch auch schon so der Flächenangriff. Naja, gut. Auf kurze Distanz ist der tödlich. Okay. Durch Aufladen des Angriffs löst du eine Welle aus, die sich durch Bewohner schneidet. Besucher. Das okay. Ist cool, glaube ich. Lass uns zurück zum Kagerie gehen. Das klingt auf jeden Fall cool. Wollen wir kurz hier noch looten. Ich wollte die Dimitrescu die ganze Zeit in die Luft sprengen und habe es nicht geschafft, weil ich immer nicht rechtzeitig auf sie schießen konnte. Wenn sie in der Nähe dieser... Oh! Oh, da fährt mein Aufzug. Der ist wenigstens angenehm schnell. Da muss man nicht warten. Also total unrealistisch schnell, aber super. Freu mich. Turboaufzüge sind gute Aufzüge. Gute Aufzüge. So, jetzt haben wir quasi ein neues Areal freigeschaltet mit einer neuen Nebenmission, die Kappa heißt. Vielleicht sehen wir jetzt mal, wie ein Kappa in dem Spiel dargestellt wird. Da haben wir viel drüber geredet, viel spekuliert, wie so ein Kappa aussehen könnte. Das ist cool. Da ist ein Katzenmarkt, aber das ist kein gewöhnlicher, oder? Das Zeichen ist nicht gewöhnlich. Da gehen wir mal hin. Oh! Schon wieder? Ah, dammit. Dammit. Aber Wasser kommt mir auch ziemlich gut vor. Aber nur aufgeladen. Und daraus findest du das Kagerie. Aber wenn man Wasser auflädt und nah dran ist, ne, stand ja auch da, je näher man dran ist, desto stärker ist es. Ah, Katze. Der Mensch, der mich sonst füttert, kommt heute wohl nicht. Ah, arme Katze, ja, leider. Ist ja wahrscheinlich ein Geist. Aber ich arbeite dran, dass all die Menschen, die Katzen gefüttert haben, ihre Körper wiederkriegen. Und die Katzen nicht gefüttert haben, kriegen ihre Körper nicht wieder. So, haben die jetzt davon. So, gucken wir mal, was das für ein Special-Händler hier ist. Aha. Hat wieder neue Aufträge für mich. Und ich kann für sehr, sehr viel Geld das hier kaufen. Ein wertvoller Stein von einem Yokai. Er kann benutzt werden, um einen gesperrten Pfad im Fähigkeitsmenü freizuschalten. Der ist aber sehr teuer. Ah, dann kann ich Selfies im Fotomodus machen. Das ist natürlich cool. Außerdem noch eine Brille und ein Hemd. Ach komm, kaufen wir. Ich weiß nicht, ob ich die Musik kaufe. Bin mir nämlich nicht sicher, ob ich die spielen darf auf YouTube oder in den Streams und so. Deswegen bringt das gar nicht so viel. Ja, weiter fliegen wäre eigentlich cool, ne? Aber da bräuchte ich sogar noch so einen Yin-Yang-Stein. Okay, alles klar. Na gut.
So, Brille. Vielleicht ziehen wir dann besser. Das wäre lustig. Ah, ich könnte mich auch... wir haben ein Shinobi-Outfit für moderne Ninjas. Ich glaube, das ziehen wir jetzt mal an. Schauen wir mal, was wir für neue Einträge haben. Strohpuppe, eine Puppe aus Stroh, die einem Menschen ähneln soll. Die Puppe, diese Puppen werden manchmal für okkulte Zwecke verwendet. So glauben manche, man könne eine Puppe verfluchen, indem man eine ihrer Haarsträhnen in eine Puppe flicht und einen langen Nagel hineinschlägt. Na dann. Aha, Kuchisake. Besucher, die aus rasender Wut entstehen. Sie führen tödliche, einhändige Waffen, womit sie ihre Beute bei lebendigem Leib aufschlitzen. Ich bin mir nicht sicher, ob das dieselbe mythologische Kreatur ist, aber vom Aussehen her könnte es tatsächlich die Figur sein, die wirklich, deswegen habe ich das auch gesagt, vom Aussehen her die Vorlage für Lady Dimitrescu sein dürfte. Eine sehr große, schwarzhaarige Frau mit einem großen Hut, die in den Städten umhergeht und Kinder entführt. So ist, glaube ich, die offizielle Legende. Und da haben wir unseren Regenschirm, den Karakazu Koso, Regenschirm-Yokai, mit Händen und meist nur einem Fuß. Die haben große Münder, aus denen sie ihre lange Zunge herausstrecken, um Menschen zu erschrecken. Auch wenn sie für ihr sonderbares Erscheinungsbild in ganz Japan bekannt sind, sind sie sehr selten und es gibt nur wenige Augenzeugenberichte. Es wird angenommen, dass sie eine Art Tsukumogami sind, Gebrauchsgegenstände, die nach Jahren der Benutzung ein Eigenleben entwickeln und sich von alleine fortbewegen können. Schon cool irgendwie. Heuschrecken in Sojasauce und Zucker eingekocht und konserviert. Interessant. Isst man in Japan tatsächlich einfach so Heuschrecken aus der Dose? Warum nicht? Finde ich schon spannend. Die beliebtesten Yokan-Sorte. Eine feste, Gelee-artige Masse, mit einer großzügigen Menge Agar hergestellt wurde. Die ursprünglichen Kanji für Yokan, oh Gott, beziehen sich auf eine Art chinesische Schafsuppe. Als das Gericht in der späten Edo-Zeit im 19. Jahrhundert Japan erreichte, wurde Agar zum Rezept hinzugefügt. So entstand die Delikatesse, wie wir sie heute kennen. Keine Ahnung. Naja, japanische Puppe, traditionelle japonische Puppe gibt es in vielen Formen. Ichimatsu-Puppen, eine besonders berühmte Variante, fallen durch frisiertes Haar und wunderschöne Kimonos auf. Manche haben diese Puppe zu Hause, da sie Unglück abwenden soll. Früher waren sie außerdem Teil von Hochzeitszeremonien. Ist das eine creepy Puppe? Holy moly. Sieht die in Wirklichkeit auch so creepy aus oder ist die für das Spiel extra creepy gemacht? Und dann haben wir noch Karakasa. Ach, das ist der Schirm, aber in normaler Version. Ein traditioneller japanischer Papierschirm mit einem Gestell aus Bambus. Japanische Legenden besagen, dass Geister sich in alten Gegenständen niederlassen und ihnen ein eigenes Bewusstsein und die Fähigkeit zur Bewegung verleihen. Karakasa Koso sind Yokai, die entstehen, wenn Geisterseelen sich in Karakasa niedergelassen haben. Gut, gut. Und dann haben wir das Sperrgebiet von Tsukinami. Da waren wir gerade, da haben wir den Regenschirm geholt.
Platz ist in Tokio knapp und Gebäude werden möglichst eng aneinander gebaut, soweit das Auge reicht. Doch einige Stadtteile gelten als Sperrgebiete und werden von den Bürgern aus verschiedenen Gründen gefürchtet und respektiert. Es ist kaum überraschend, dass Mythen und Legenden entstanden sind, mit denen das Verschwinden jener erklärt wird, die es gewagt haben, diese Gebiete zu betreten. Im Sperrgebiet von Tsukinami sind zahlreiche Kinder, die sich hineingewagt haben, unter mysteriösen Umständen verschwunden. Selbst jene, die wieder aufgetaucht sind, weigern sich zu erzählen, was sie darin erlebt haben. Leider führt dies dazu, dass die genaue Lage des Gebiets und weitere Details weitestgehend unbekannt sind. Ja, da haben wir noch die Superpfeife. Kizaru sind rundgeformte Tabakpfeifen, die Flöten ähneln. Ähnlich wie beim Pfeifen aus dem Westen werden zerstoßene Tabakblätter in den Pfeifenkörper gestopft und dann entzündet. Ich finde das so verwirrend, dass ich mit dem gleichen Stick sowohl den Text scrolle, als auch die Flötepfeife hin und her bewege. Ganz komisch, aber gut, okay. Die sogenannten Kenkaxeru kamen oder so. Besonders während der Edo-Zeit 1603 bis 1868 zum Einsatz und waren die bevorzugten Waffen der Chōnin, städtische Händler und Handwerker. Chōnin war es verboten, Schwerter als Waffen zu führen und so nutzten sie stattdessen Kenkakizaru oder Kampfflöten. Die Kampfflöten, die in Wirklichkeit Pfeifen sind. Aber ich verstehe noch nicht ganz, wie man damit eigentlich kämpft. Ist halt wie so ein Schlagstock vielleicht, oder? Keine Ahnung. Ist schon interessant. Ich werde müde. Ich glaube, wir müssen schon langsam aufhören. Es ist bei mir auch schon sehr spät jetzt gerade. Kenkakizaru verdanken ihre Berühmtheit dem bekannten Samurai Kaichi Maeda, der während der späten Zeit der streitenden Reiche und der frühen Edo-Zeit etwa zum 17. Jahrhundertwende wirkte. In den Jahrhunderten nach seinem Tod entstanden zahlreiche Legenden, darunter die Geschichte, er selbst habe mit einer großen Kenkakizaru gekämpft. Ich würde jetzt gerne sehen, wie man damit kämpft. Oh, dann haben wir noch die Goldpantoffel, die wie Drachen aussehen. Die Silbe Hoko. Verzeihung. Die Silbe Hoko des vollständigen Namens bedeutet im Japanischen Speer und bezieht sich auf die Schwänze der Statue, die wie Speere zum Himmel ragen. Naja, weiß ich jetzt nicht. Aber okay. Shakihoku-Statuen schmücken für gewöhnlich die Dächer von Gebäuden, wo sie als Schutztalismane gegen Feuer eingesetzt werden. Die Legende besagt, dass die Shakihoku-Statuen bei Feuerausbrüchen Wasser aus ihren Mäulern speien, um die Flammen zu löschen. Meint ihr, es leben in Japan Leute, die so Sachen einfach wirklich glauben? Die sich denken, na, wird schon was dran sein an diesen alten Geschichten. Und die das nicht nur als so Brauch oder so, ne, so Tradition sehen, sondern wirklich so denken, na, man weiß ja nie. Wer weiß. Berühmte historische Persönlichkeiten wie Oda Nobunaga oder Toyotomi Hideyoshi verzierten ihre Gebäude ebenfalls mit den Statuen, woraufhin sich ihr Gebrauch rasch in ganz Japan verbreitete. Oda schmückte die Burg Atsuchi mit den Fabelwesen, während Toyotomi goldene Shakihoku-Statuen bevorzugte. Mann, ey. Ich hasse es, beim Einkaufen zu warten. Ach, du Ärmster. Ich meine, hier im Westen gibt es ja auch Leute, die jeden Tag ihr Horoskop lesen und wirklich dran glauben, ne? Also warum sollte es nicht in Japan Leute geben, die glauben, dass die Statuen auf ihrem Dach im Notfall Wasser spucken?
rein, Kumpel. Mach schön langsam. Danke. Braver Hund. Neues Gebiet. Das heißt, es sind wieder überall erstens Gegner und zweitens Geister. Ah. Ich habe das Gefühl... Ah, kann ich etwa beide gleichzeitig ausplöpeln? Das ist gut. Ich habe das Gefühl, Wasser ist so ein bisschen die Schrotflinte in dem Spiel. Nicht viel Reichweite, aber wenn einer direkt vor mir steht, dann bam, weggeblättelt. Das finde ich eigentlich ganz gut. Oh, guck mal, da ist ein dicker Geist. Aber nur ein bisschen stärker. Nur ein bisschen stärker. Beten. Alles klar. Lass uns jetzt bloß nicht im Stich. Ah, mehr Wassermunition. Hallo. Mann, was haben wir eigentlich nicht? Wollte ich nicht. Ach, wisst ihr was? Ich kauf sowas. Was weißt du nicht? Freut sich die Katze bestimmt. Ich mag Wasser. Da hat man auch ein bisschen mehr Munition. Ich finde auch die Feuerexplosionswaffe gut, aber die 5 Schuss lohnt sich kaum. Keine Leute, keine Züge. Das ist jetzt ein Geisterbahnhof. Züge? Ist das nicht eher ein Busbahnhof? Na, wer weiß, ich höre auf jeden Fall Geister. Unheimlich hier. Es ist gerade überall unheimlich. Lass es nicht an dich ran. Oh, ich wurde gesehen unter Fliegen. Das sind fliegende Geister und Machetengeister. Aber bis jetzt haben mich nur die Fliegenden gesehen. Na, kann ihn nicht aussaugen, doch jetzt. Sehr gut. Zum Glück halten die nicht viel aus. Treffen müsste ich sie halt. Ess mal kurz einen Happen. Wow, was war das denn? Sind die jetzt tot? Haben die sich gerade selbst in die Luft gesprengt? Es sieht fast so aus. Achievement. Ich weiß nicht genau warum, aber yeah. Weil ich der Seelenbrecher bin. Na komm. Hitbox, lass mich.
Da unten sind noch mehr Gegner. Oh, und ich bin runtergefallen. Na dann, los geht's. Hier keine Schwachstelle an dem Gewächs. Ich fall dauernd in dieses Loch hier und jetzt stecke ich hier ein bisschen fest. Ich stecke hier wirklich fest. Okay, gut. Ah, was haben wir denn hier? Was das wohl ist? Das hätte ich beinahe übersehen. Dotaku. Eine aus Bronze gegossene Glocke, die vermutlich während der Yayoi-Zeit hergestellt wurde. Cool. Was machen die hier in der Baustelle? Mensch, hier ist aber viel Gegner. Zeugs. Ich sollte wahrscheinlich nicht mit Wasser gegen die kämpfen, ne? Das macht nicht viel Sinn. Noch mehr von ihnen sein. Hier ist aber ganz schön viel los, ne? Geistermäßig. Aber jetzt muss ich noch mal zu dem Baum hier. Die Schwachstelle ist wahrscheinlich... Ah ja, guck. War nur in einem blöden Winkel. Okay, na dann machen wir hier noch ein bisschen weiter. Warum denn nicht? Komm. Boah, der wehrt die ab und schleudert sie zu mir zurück. Habt ihr das gesehen? Au, Mist. Okay. Manchmal komme ich mit den Knöpfen noch ein bisschen durcheinander. Aber es geht schon. Geht schon. Schon langsam wird mein super abgegradeter Supergeisterzettel voll. Aber ein bisschen habe ich noch. Kann schon noch ein paar von denen retten, hoffentlich. So, wo ist jetzt hier die Schwachstelle? Au. Au. Ah, da. Ah, ich kann das auch so machen. Nett. Okay. Gut. Gruselige Baustelle. Aber wurde uns ja gerade erklärt, warum die so gruselig ist. Weil das hier irgendwie verfluchtes Land ist. Und obwohl in Tokio der Platz so eng ist, baut man hier lieber nicht, weil hier gehen ungute Dinge vor. Auch da frage ich mich wieder, ist das wirklich so? Wird das wirklich so geglaubt? Und auch tatsächlich, gibt es tatsächlich Orte, wo Baustellen leer liegen, weil die Arbeiter sagen, nee, hier bauen wir nicht, hier ist es verflucht. Und dann sagen die Verantwortlichen, ach verflucht, na dann lassen wir es. Hm.
Weiß ich nicht. Kommt mir komisch vor. Meine Güte. Das nimmt kein Ende hier. Die weiblichen Hackebeil-Slendermen finde ich schon krass. Die sind super schnell. Wenn später mal die Lady Dimitrescus gemeinsam mit anderen kommen... Oh, jetzt ist es soweit. Das hat geklappt. Jetzt brauche ich dringend eine Telefonzelle. Dann habe ich Angst, muss ich sagen. Okay, wir müssen später nochmal hierher kommen. Jetzt brauche ich erstmal dringend eine Telefonzelle. Ach komm, da können wir doch drüber. Mach doch keinen Quatsch. Ach so, das geht aber wahrscheinlich. So, Telefonzelle, Telefonzelle. Ah, gleich da ist eine. Guckt euch das an, wunderbar. Was bist du denn? Sag bloß. Ah, ein Feuermeer. Yes. Könnt mir gebrauchen. So, sehr viel Geld und Erfahrungspunkte. Ich finde das so krass. Wie viele Geister habe ich jetzt schon eingesaugt, Leute? Wie viele Geister? Und wir sind jetzt noch nicht mal bei 10%. Meine Güte. Ich hoffe, irgendwann schaltet man die alle Geister im Umkreis von 100 Kilometer automatisch Einsaugfähigkeit frei. Weil sonst wird das frustrierend, glaube ich, irgendwann mal. Okay, wir haben 10 Punkte. Wenn wir noch ein bisschen sparen, können wir unseren Wasserwirbel verbessern. Ich mag den eigentlich ganz gerne. Du kannst mit Wasserwirbel 2 Angriffe gleichzeitig ausführen. Okay. Und wie bei allem anderen... Ach nee, die Aufladegeschwindigkeit nicht, sondern die Reichweite vergrößert den Wirkungsbereich von aufgeladenen Angriffen. Naja, das ist schon auch gut. Also im Endeffekt kann man sich entscheiden, ob man ein Windmaschinengewehr haben will. Oh Gott, das kostet 40 Erfahrungspunkte. Oder hier eine zielsuchende Windrakete mit 4 Geschossen. Dann kann man einen also eine Schrotflinte quasi, Wasserschrotflinte. Oder Wasserschrotflinte, die sehr weit streut quasi über eine große Fläche. Und dann gibt es halt quasi noch Bomben, Sprengstoff. Riesenexplosion, Sprengstoff, 8 Meter Radius. Das ist dann schon eine ziemlich coole Explosion, ey. Aber das kostet auch sehr, sehr viel. Und was haben wir eigentlich hier beim letzten Baum noch? Das sind eher so... Aha, da haben wir irgendwas noch gar nicht freigeschaltet. Pfeil und Bogen, das wäre auch interessant. Erhöht die Tragekapazität auf 13 Pfeile. Naja, ob jetzt 10 oder 13, ne? Muss man ziemlich viel Punkte reinstecken, damit man wenigstens 20 Pfeile tragen kann. Das Tempo beim Spannen des Bogens, das finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
Aha, scheinbar kriegen wir noch zwei Waffen, zwei Ausrüstungsgegenstände. Ob es Waffen sind, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall zwei Ausrüstungen. Und mehr Nahrungsmittel von der gleichen Sorte, oder? Ich weiß gar nicht, ob das notwendig ist. Jetzt heben wir uns die mal auf, würde ich sagen. So, außerdem würde ich sagen, dass wir jetzt für heute mal Schluss machen. Ich speichere jetzt mal hier. Neuer Spielstand. So. Und ja genau, wie gesagt, ich hoffe, dass wir das jetzt öfter machen können, dass ich es hinkriege, dass ich so fast jede Woche, Pi mal Daumen, sagen wir jede zweite, zusätzlich zu dem langen Stream am Wochenende mal noch ein Let's Play unterbringen kann. Ich hätte Bock drauf und wie gesagt, wenn mir ein Spiel gerade Spaß macht oder ich euch ein Spiel unbedingt zeigen will, dann machen wir das, glaube ich, auf dem Weg, unter anderem Random Drop mäßig. Also Leute, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Liken und Abonnieren nicht vergessen. Patreon unterstützen. YouTube-Subscription. Alles gleichzeitig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.